Game Boy. Game Boy von Nintendo. Handheld Gaming wurde mit Nintendos Game Boy zu einem weltweiten Phänomen. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Nintendo Switch im Jahre 2022 in den USA als auch in Europa die meistverkaufte Konsole war, auch wenn, in Anführungszeichen, echte Gamer das nicht gerne hören. Es boomt aber auch der Markt für Retro-Handheld-Konsolen. Unterschiedlichste Geräte dieser Art sind in den letzten Jahren auf den Markt gekommen. Also tragbare Hardware, auf der man dann alte Spiele zocken kann. Die Speerspitze ist hier das Analog Pocket, in das man seine Original Game Boy, Game Gear, Atari Lynx und noch ein paar mehr Module stecken kann, um diese dann zu spielen. Das Teil ist mit $220 aber recht teuer. Vor allem, da out of the box nur Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance Module kompatibel sind. Adapter für andere Plattformen kosten dann auch nochmal extra. Zudem hat ja auch nicht jeder noch die alten Module rumfliegen und Porto und Mehrwertsteuer kommen auch noch obendrauf. Wer es exotischer mag, greift zum Playdate, das keine Module abspielt, sondern Spiele per Wi-Fi direkt runterlädt. Was man hier bekommt, ist nicht immer ganz klar und so ein bisschen wie eine Überraschung konzipiert. Die gelbe Konsole mit einem unbeleuchteten Monochrombildschirm hat, abgesehen davon, noch eine weitere Besonderheit: eine Kurbel. Diese befindet sich an der Seite des Gerätes und wird, nun ja, zum Spielen benutzt. Wie das genau funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen, da ich kein Playdate hier habe. Aber alleine durch den Look und das Konzept sollte klar sein, dass das Ganze etwas für Indie-Liebhaber ist. $180 kostet dieser schicke Handheld. Das ist euch zu teuer und zu abgefahren? Dann habe ich mit dem Evercade EXP eventuell genau das Richtige für euch. Dieser Handheld ist mit 150 Euro am günstigsten und da man das Teil direkt in Deutschland bekommt, fallen auch weitere Kosten weg. Hinzu kommt, dass das Evercade EXP einen Modulschacht hat. Allerdings nicht für Originalmodule von Game Boy und Co., sondern für seine eigenen Spiele. Ist das also eher so eine schlechte Game Boy-Kopie mit schrammeligen Spielen, die man eher eh nicht zocken will? Keinesfalls. Der Evercade EXP kommt vorinstalliert mit 18 Capcom-Klassikern, 14 davon direkte Spielhallenumsetzungen und 4 Heimkonsolentitel. Unter anderem am Start Final Fight, Breath of Fire, Ghouls and Ghosts, 3 Mega Man-Spiele und Street Fighter 2 Hyper Fighting. In der Packung des Evercade EXP ist aber auch noch die Irem Arcade 1-Sammlung inkludiert mit 6 weiteren Spielen: R-Type, Moon Patrol, Battle Chopper, In the Hunt, Lightning Swords und 10 Yard Fighting. Zählt man dann noch die 5 versteckten Spiele dazu, die man auf der Evercade EXP findet und durch Tastatureingaben freischalten kann, dann ist das verdammt viel Spiel für relativ wenig Geld. Doch die Pluspunkte des Evercade EXP hören da noch immer nicht auf. Da es sich bei vielen Spielen um Spielhallenumsetzungen handelt und so manches Shoot'em'up wie 1943 in der Spielhalle auf einem vertikal-länglichen Monitor gespielt wurde, haben die Entwickler die Möglichkeit eingebaut, das Bild 90 Grad zu drehen, damit der Bildschirm besser ausgenutzt wird. Dank 2 Buttons, die zwar etwas arg nah am Digi-Kreuz sind, hat man dann einfach etwas bessere Übersicht. Wer will, kann sogar dank einem Mini-HDMI-Anschluss direkt auf seinem Fernseher zocken und das Evercade EXP quasi nur als Gamepad nutzen. Da haben die Entwickler wirklich richtig mitgedacht. Die Akkulaufzeit des Geräts beträgt um die 4 Stunden, geladen wird über einen USB-C-Eingang. Doch was nützt Hardware, wenn es keine Software gibt? Auch hier muss man wirklich sagen, dass mittlerweile eine große Sammlung an Spielen vorhanden ist. Laut Hersteller gibt's über 300 Titel. Ein Modul kostet um die 20 Euro und in der Regel ist nicht nur ein Spiel, sondern eine ganze Spielesammlung drauf. So gibt es zum Beispiel Spielesammlungen zum Atari Lynx, eine Bitmap Brothers Collection oder auch das Indie Heroes Modul mit mehreren aktuelleren Independent-Spielen. Die Auswahl ist wirklich groß und meiner Meinung nach auch fair bepreist. Wo ist also der Haken? Nun, da gibt es tatsächlich ein paar. Fangen wir bei der Hardware an. Das Digi-Kreuz ist mir einen Tick zu locker und schwammig.
Im vertikalen Modus sind A- und B-Knopf etwas zu nah am Digi-Kreuz, wodurch das Gerät nicht ganz so gut in der Hand liegt. Daran kann man sich aber gewöhnen. Der 4,3 Zoll Bildschirm mit einer Auflösung von 800x480 hat einen zu dicken Rand und ist mir einfach ein bisschen zu klein. Vor allen Dingen ist der Screen selbst auf der hellsten Stufe recht dunkel. Mir persönlich zu dunkel. Hinzu kommt, dass die Ausgabe an den Fernseher gerade bei 720p liegt. 1080p wäre schöner gewesen. Aber nur um nochmal deutlich zu machen, die letzten Punkte fallen nur auf, wenn man das Gerät per Mini-HDMI an den Fernseher anschließt. Stellt sich letztendlich nur die Frage, lohnt sich das Evercade EXP? Ich finde die Sache mit den Modulen absolut klasse. Auch die Benutzeroberfläche und dass man seine Spiele auf den Modulen speichern kann, ist top. Genauso der sogenannte Tate-Modus, wo man das Bild drehen kann. Und dann gibt es eben auch noch ordentlich Software für wenig Geld. Das ist eigentlich grandios, aber mich stören tatsächlich die Hardware-Mankos etwas zu sehr. Ich hasse es, wenn ich das Gefühl habe, dass über dem Bildschirm ein Schleier liegt, weil er einfach zu dunkel ist. Damit will ich mich persönlich nicht zufrieden geben. Das ist für mich ein No-Go. Preislich ist das Teil dennoch wirklich klasse und auch die Softwarebibliothek ist für Retro-Fans spitze. Deswegen lautet mein Urteil: Super Idee, die ganz gut umgesetzt wurde, aber ein paar Mankos hat.